Okay, gut. Okay, das ist ein Sprechbläschen, also mit der kann ich, also mit mir selbst, das ist ja sie selbst, kann ich wahrscheinlich reden, so wie es aussieht. Trotzdem schaue ich erstmal in den Schatten. Okay, also ich muss mit ihr reden. Oder mit mir. Ich muss mich auch genau dahin stellen. Ja? Moment. Das geben? Das kann ich ja irgendwas davon geben? Wahrscheinlich kann ich ja vielleicht alles geben? Vielleicht kommt es jetzt genau darauf an, was davon ich ihr gebe. Papierflieger? Halskette? Oder diese Papiere? Ich habe das Gefühl, das hängt davon ab, was ich hier gebe, wie das Spiel endet. Dann wären es allerdings drei mögliche Enden, weil ich jetzt drei Sachen hier geben kann. Oder aber eine Sache. Okay. Eine Sache macht zwei, macht das gleiche, oder zwei Sachen machen das gleiche Ende. A glass cup of no seeding color. Okay, das ist eine Glastasse oder ein Glas, was auch immer das für eine Farbe sein soll. No seeding, ich weiß es nicht. Overflowing with the stench of human corruption. Okay, also sie überläuft vor menschlicher Korruption, irgendwie sowas. Plates and cups clash against the walls as father's voice roared through the halls. Okay, also Teller und Tassen fliegen gegen die Wände, als oder wenn Vaters Stimme sich erhebt. Irgendwie so. After a series of curses seething, all that's left is mother's weeping. Okay. Also nach einer Serie von, weiß es nicht genau, auf jeden Fall weint Mutter zum Schluss. Also es muss wohl ziemlich Krach gegeben haben, sagen wir es mal so. Our family was once sweet together, healthy and caring when we gathered. Okay, also unsere Familie war einmal süß zusammen oder hat miteinander gut funktioniert, war eine tolle Familie, gesund und ja, caring, also man hat sich umeinander gekümmert. When we gathered, also wenn es Probleme gab. And now every night a restless sleep, every morning hard to wake. So it goes on day by day. The anguish digs ever deep. Okay. Also jede Nacht rastloser Schlaf. Jeder Tag, an jedem Tag schwer, ist es schwer aufzustehen oder schwer zu, ja, sich zu motivieren wahrscheinlich aufzustehen. So geht es jeden Tag, Tag für Tag. The anguish, das muss wohl sowas wie Neid, Anguish, Neid, Ärger, Hass, ähnliches. Auf jeden Fall kein, nichts Positives, sage ich jetzt mal. Gräbt tiefe Löcher in irgendeiner Weise, ne? Oder gräbt tief sich in die menschliche Seele, ich weiß es nicht genau. Ne? Ihr versteht das wahrscheinlich, ihr versteht wahrscheinlich schon in etwa, was ich meine. Also diese Familie zerbricht, ne? Oder ist schon zerbrochen. It was shattered into countless pieces, mirroring the crumbling of a familiar world. Okay, also es ist in tausend Stücke zerberstet, die... Das Crumbling weiß ich jetzt auch wieder nicht. Auf jeden Fall in irgendeiner Weise Familienleben widerspiegelten. In a state of ceaseless decay, plunging into a river of despair. Okay. Der Satz sagt mir jetzt gar nichts. Despair müsste sein... Ich weiß nicht, ich kenne das Wort Despair, aber ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt. Also ein See aus dem Zeug, auf jeden Fall. Es tut mir so leid. Floating in limbo for the rest of our days. Okay, also wir drehen uns im Kreis, wir kommen in einem Limbo, also in einem... Wir fangen immer wieder von vorne an, sozusagen. Immer wieder das Gleiche von vorne für den Rest unserer Tage. Okay, also es scheint jetzt doch vielleicht nicht so viel geändert zu haben, dass ich ihr das Flugzeug gegeben habe. Vielleicht wäre die Reihenfolge irgendwie ausschlaggebend gewesen. Aber dieses hier, das ist irgendwie der Weg nach draußen. Das ist dieses auf Nimmerwiedersehen sozusagen. Deswegen gebe ich jetzt mal zuerst die Kette.
Anticipating when we meet. Footsteps ever quick and slight. Okay. Antizipieren, also wenn wir uns treffen, wir haben nichts davon irgendwie, wenn wir uns treffen. Schritte sind immer schnell und ja, also man ignoriert sich wohl, wenn man sich über den Weg läuft. Roaming through a neon forest, strolling past the dazzling lights. Okay, durch einen Neonwald schleicht man irgendwie an irgendwelchen Lichtern vorbei. I've become a little lark. Was auch immer Lark heißt, sie ist eine kleine, oder sie ist etwas geworden. Lark. Ich könnte jetzt jedes einzelne Wort da googeln wahrscheinlich, das würde aber noch 2 Stunden dauern. Brushing past the pretty flowers. Chasing all the playful butterflies. I glide merrily by your side. Okay, also brushing ist Bürst, also Blumen, also hinter den schönen Blumen hinterher bürsten. Diese verspielten, hinter den verspielten Schmetterlingen herjagen. Und ich gleite so an deiner Seite, an wessen Seite, ich weiß es nicht. I've been an actor in our play long before the curtains rise. Risen, ich weiß es nicht ganz genau. Also in unserem Spiel war ich ein Schauspieler lange bevor der Vorhang sich erhob, glaube ich. Heißt das? Being held is ever comforting. Longing for your love embracing. Okay, also gehalten zu werden ist immer schön. Und longing for your love embracing. Okay, also die Liebe empfangen. Irgendwas, irgendwie möchte sie Liebe empfangen. Listening to your many whispers. Feeling each other's tranquil breathing. Okay, den vielen Flüsterern zuhören. Und jedes anderen Atem in irgendeiner Weise spüren. Ich verstehe absolut nicht, was mir die Frau da erzählt. Oder was mir wer auch immer da erzählt. The white deer walked into my grasp. Okay, das weiße Rentier. Oder Reh. Das weiße Reh ist irgendwie into my grasp gelaufen. Was auch immer grasp ist. What a pleasant surprise. What a turn of fate. What a... Okay, was für eine schöne Überraschung. Was für eine Veränderung des Schicksals. Was für eine... Punkt, Punkt, Punkt. I want to keep this moment in my palms for eternity. Okay. Mit Palms ist jetzt bestimmt nicht in dem Sinne Palme gemeint. Oder die Palmen. Sie möchte es auf jeden Fall auf ewig behalten. Jetzt kriegt sie das. All of a sudden, we stopped meeting. Okay, nur plötzlich haben wir aufgehört, uns zu treffen. You became distant bitterly, colder than the sun cold melt. Air around you freezing instantly. Around you freezing. Also, du bist auf Abstand gegangen. Du hast irgendwie so, also befremdlich. Du hast dich befremdlich verhalten. Verbittert irgendwie, also bitterly, also auf bittere Weise. Hast du dich distanziert? Kälter als die Sonne schmelzen könnte. Wörtlich übersetzt. Air around you freezing instantly. Die Luft um dich herum gefriert sofort. And my frozen body's beating heart with each pulse tearing itself apart. Okay, also mein frierender Körper. Oder mein frierendes, schlagendes Herz. Macht sich selbst mit jedem Pulsschlag kaputt, irgendwie so, oder geht verloren. Tearing apart ist ja sozusagen verloren gehen oder sich auflösen, mehr oder weniger. Again I'm left in abject solitude, Entschuldigung, in a house that I call home, in a space that I call school. Okay. Wieder bin ich zurückgeblieben. In an abject solitude. Ich weiß leider nicht, was Solitude heißt. In einem Haus, das ich zu Hause nenne. Und in einer Welt. Oder einem Raum, den ich Schule nenne. A walking course, whose mind's without. A sense of loss that's drowned with doubt. Okay, also. Eine wandelnde Leiche.
ohne Hirn irgendwie, also ohne Gedanken. With minds without. Dessen Seele oder dessen Gedankenwelt ohne einen Sinn in Zweifel ertrinkt. Irgendwie so, also ihre Gedanken ertrinken in Zweifel. Könnte jetzt das schlechte Ende sein, ne? Aber ich weiß wirklich nicht, ob die Reihenfolge der gegebenen Gegenstände jetzt da irgendwas dran gemacht hat, aber vermutlich ein bisschen. Chang Minghui, we need to talk about this. Okay, Chang Minghui, wir müssen darüber reden. Miss Jin, it's not necessary to raise your voice like that, okay? Miss Jin, Sie müssen ihre Stimme nicht so erheben. Warum nicht? Was haben Sie gedacht? Sich derart diesem Kind hinterher zu schleichen, going after that child. Also, es hat definitiv, glaube ich, was mit dieser Lehrer-Schüler-Beziehung zu tun, die sich da so ein kleines bisschen offenbart hat. Kind? I was already studying abroad at her age. Okay, also, als ich so alt war wie sie, habe ich schon längst abroad, also wahrscheinlich im Ausland studiert oder im Ausland gelernt war. She's old enough to know what she wants. Okay, sie ist alt genug, um zu wissen, was sie will. Endlich mal wieder ein einfacher Satz. Also was jetzt? Wirst du sie, oder werden sie sie diesen verbotenen Pfad entlang führen? Sie braucht nur einen Schubser in die richtige Richtung. Nicht sie, die ihre Arme irgendwie um sie legt. Also ich mach's nochmal von vorne. She only needs a push in the right direction, not for you to wrap your arms around her. Okay, also sie braucht nur einen Schubser in die richtige Richtung, keine Umarmung von ihnen sozusagen. Das ist eine Privatsache. Das ist unsere Privatsache, Entschuldigung. Das geht sie nichts an. Wieso ist es das nicht? You're stuck in a little romance. Du hast dich da in einer kleinen Romanze verheddert. Haben sie das vergessen? We were already in the same boat. Don't you forget. Wir waren schon im selben Boot. Vergessen Sie das nicht. Welches Boot denn? Was tut sich hier was von alleine? Kann ich was tun? Kann ich mich bewegen? Ganz viele Augen. Painful Recollection. Also eine schmerzvolle Wiedersammlung? My soul is shattered into pieces. Meine Seele ist in Teile zerfallen, in Stücke zerfallen. When I cannot put myself back together and forget everything. Wenn ich mich nicht selbst wieder zusammenreißen kann und alles vergessen kann, irgendwie so. Put myself back together. mich wieder zusammenfinden, mich selbst wieder finden kann und alles vergessen kann. I open my eyes and welcome a barren world. Ich weiß nicht, was barren heißt. Auf jeden Fall öffnet sie ihre Augen und empfängt oder heißt eine barren world willkommen. Irgendwie so. Eine kaputte Welt wahrscheinlich. Dann wären wir wieder im Auditorium. Wo wir auch am Anfang schon waren. Aber wer ist das jetzt?
Da sitzt sie nun wieder. Jetzt steht sie da. Jetzt steuere ich sie wieder. Ich will doch eigentlich mal fertig werden. Was ist das hier? Was soll ich hier tun? Ja? Jetzt. Okay. Ach, hau ab. Nee. Nee, nee. Lass mal. Ich gucke mir erstmal anderweitig um. Ja, ich will schon fertig werden, aber irgendwie, ich weiß ja nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Hat die Reihenfolge jetzt irgendwas gemacht an der Geschichte? Die Reihenfolge, in der ich ihr die Gegenstände quasi überreicht habe, hat das irgendeinen Sinn gemacht? Hat es irgendwas geändert, irgendwas bewirkt? Hätte eine andere Reihenfolge vielleicht ein anderes Ende oder ein anderes Voranschreiten der Story jetzt hier bewirkt? Ich vermute ja, aber es ist jetzt zu spät, um das nochmal zu probieren. Beziehungsweise ich könnte den letzten Speicherpunkt laden und das nochmal probieren. Ja. Mache ich aber nicht. So, ich habe jetzt auch keine andere Wahl, als diese Tür hier zu benutzen. Dann stehe ich wieder vor mir selbst, so wie es ein bisschen aussieht. Hier kann ich wieder reingucken. Was? Hab ich da jetzt gegengehauen oder was? Auf jeden Fall ist da noch dieser Schatten. Ich gehe einfach mal dran vorbei und speichere erstmal. Okay. Ob das jetzt noch Sinn macht, hier zu speichern? Warum hier überhaupt noch? Also wenn das Ende des Spiels jetzt tatsächlich hier wäre, wäre hier ja kein Speicheraltar. Irgendwas ist da noch. Our life would vanish, but not our guilt. Also unser Leben würde vanish, verschwinden? Unser Leben würde verschwinden, aber unsere Schuld nicht. Ich bin du. Aber du bist nicht ich. Es ist die Sünde. It's the sin that makes you linger in this realm. Es ist die Sünde, die dich linger. Auch Mädels und Jungs. Realm? Weiß ich auch nicht genau. Also es ist die Sünde, die macht dich hiermit schuldig? In dieser Sache, in dieser Geschichte? Die Sünde? Was auch immer? Memories like mirrors reflecting the true likeness of your soul. Also Erinnerungen wie Spiegel reflektieren sie deine Seele irgendwie. Ach, ich kann es echt nicht. Ich kann es nicht sinnvoll übersetzen. Ja, wirklich nicht. In a world full of pain and suffering, in einer Welt voller Schmerz und Leid. Fang Rei Xin, what do you fear the most? Okay, Fang Rei Xin, was fürchtest du am meisten? Losing family, losing my life, losing myself. Also meine Familie zu verlieren, mein Leben zu verlieren oder mich selbst zu verlieren. Ja, niemand will seine Familie verlieren, oder? Wobei wir ja auch schon festgestellt haben, der Papi war nicht immer so dolle. Weil mit seiner, ich vermute mal, Fremdgeherei oder zumindest mal hat er sich anderweitig amüsiert, ne? Abseits der Familie. Jetzt wollen die solche Entscheidung von mir. Also meine Familie zu verlieren, fürchte ich am meisten. Mein Leben zu verlieren oder mich selbst zu verlieren, fürchte ich am meisten. Ist die Frage jetzt auch an sie gerichtet oder an den Spieler? Das wäre die andere Frage. Natürlich würde ich jetzt sagen, die Familie zu verlieren, ist ja klar. Sein Leben zu verlieren, das kann man nicht ändern. Das wird irgendwann passieren. Meine Familie wird auch, die ist auch nicht immer da, ne? Oder sich selbst zu verlieren. Ich glaube, wenn man sich selbst verliert, dann ist das schon irgendwie doof. Klingt jetzt aber dann auch wieder äußerst selbstsüchtig, ne, in dem Zusammenhang. Ich nehme einfach mal Familie. Die Familie zu verlieren. Vielleicht entscheidet sich ja jetzt genau hier das Ende. Also Familie zu verlieren. Ja, obwohl, ist mit dem Myself. Ne? Sie hat ja auch so die ganze Zeit so diese Depression und was weiß ich, was er hatte. Mich selbst verlieren, Familie verlieren, mein Leben zu verlieren. Komm, nehmen wir mal Myself, scheiß drauf. Ich habe am meisten davor Angst, mich selbst zu verlieren.
Believe that we are all born free. Glaube, dass wir alle frei geboren werden. Eager to walk on your own path. Okay. Eager, weiß ich nicht, auf jeden Fall auf dem eigenen Pfad laufen. Irgendwas. And afraid of losing yourself. Und hast Angst, dich selbst zu verlieren. Okay, dann war das jetzt so eine Zusammenfassung wahrscheinlich von so Sachen. Wir haben schon mal solche Fragen beantwortet, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ich weiß es aber echt nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. You are me. Okay. Okay. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wer ist auf die Idee gekommen, dass dieses Spiel in 3 bis 4 Stunden durchspielbar ist? Wenn man sich mit so einem Mindfuck beschäftigen muss.